So, da sind wir wieder. Und danke für die Auskunft. Weiter geht's. Mal gucken, was gibt's denn hier alles. Eine krisensichere Form der Lebensversicherung. Ein Pulverfass. Oh je. Eine Muskete. Ach, an der Wand gelehnt. Eine Muskete. Yay. Sind das Stein oder alte Stücken Schiffszwieback? Zwieback. Er stellt in eine Blöcke, da mitten im Busch einen eingetopften Gummibauen. Unheimlich. Teller. Ein Teller. Total interessant, denn er ist leer. Der Witz hier ist immer genial. Ein nur mäßig ansehnlicher Krug. Hier scheint jemand den Wald abgeholzt zu haben und dieses Lockhaus zu bauen. Ach was, Jim. Wer hätte das gedacht? Ein Baum und ein Wassertopf. Eine einfache Schüssel aus Holz. Warum spreche ich? Egal. Yay, Wasser. Wasser! Na gut. Gehen wir mal wieder. Ich wollte aber... Was muss denn das auslösen? Achso, ich muss mit dem wahrscheinlich noch sprechen. Habe ich noch gar nicht getan. Ich spreche nur noch mit dir. Wenn ich wieder zu Hause bin, setze ich mir meinen Schatzanteil zur Ruhe. Dann gründe ich eine Familie und werde reich, zufrieden und langweilig. If you mean... Willkommen an Bord! Jetzt sind alle treuen Seelen wieder versammelt. Was ist mit der Hispaniola? Mein stolzer Schoner ist in Piratenhand. Das frisst an meiner Kapitänsserie, genau. Aber das weiß ich sicher. Die Verantwortlichen werden dafür am Galgen baumeln. Und sie fahrt zu Oberst. Und ich juckt's irgendwie am Ohr. Richtig geil. Komm hier wieder weg. Wir brauchen das Schiff, sonst sitzen wir hier fest. Aber mir will kein Weg einfallen, wie wir an Bord der Hispaniola kommen könnten. Ich melde mich mal ab. Bleib in der Nähe, Kleiner. Sie werden es nicht glauben, wer draußen steht. Silver persönlich bittet um eine Verhandlung. Dieser Hund wagt es uns wieder oft unter die Augen zu treten. Ich werde ihm etwas Blei zu schmecken geben. Hören wir uns doch erst einmal an, was er vorzutragen hat. Ich kann nicht mehr sprechen. Der Kerl hat mir mein Schiff genommen. Damit ist das so eine erstmal Angelegenheit. Ich rede mit ihm. Oh je. Na, hoffentlich löst er ihn dabei in einem Stück. Bei Subjekten wie Silver muss man es mit den Parlamentarsbestimmungen nicht so genau nehmen. Punkt. Ausrufezeichen. Ich weiß ja nicht, wie sie das aushalten, aber ich platze von Neugier. Geh doch. Wir könnten ein wenig lauschen. Reden Sie schon. Das ist ja nicht zum Aushalten. Da gibt's nichts zu berichten. Der Kerl hat mich mit einem Haufen Nichtigkeiten überschüttet. Was mag Silver nur aushecken? Er kommt doch nicht grundlos her und riskiert an der Ladung Blei. Ah, ich kann mich bewegen, okay. So, mit wem muss ich jetzt reden? Ob Silver uns von irgendetwas ablecken wollte? Was zum... Ein Überfall! Oh je. Entdeckung, verdammt! Die Bullen greifen von unten an. Wenn sie an die Schießscharten gelangen, knallen sie uns drin, wo die Hasen ab. Die geben nicht auf. Gut gesprochen, Herr Hawkins. Dann auf, der Tanz beginnt. Blockhausgefecht. Versorge die drei Schüssen in Munition. Nach jedem Schuss muss eine Muskete nachgeladen werden. Nimm die Waffen und sauge damit zum Pulverfass. Oh je. Steuerung, einfach nicht. Enter, Muskete nehmen, Enter, Muskete nachladen, Enter, Muskete zurückbringen. Okay.
Du kannst auch mehrere Muskelkinder auf einmal nehmen. Je mehr Muskelkinder du nachhast, desto besser kämpfen die drei für euer aller Sicherheit. Also los! Ja. Nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja etwas blöd hier. Vom Feuer, danke. Oh Gott, ich muss mal... Ah, ich kann sie absprechen, doof. Komm, 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 mach hin. Komm, mach hin, danke. Na komm. Komm. Oh je. Schneller, schneller, schneller. Komm schon. Komm, gib mir deine blöde Muskete was zum... Ja. Ah, Musketen damals, die waren einfach nur schrecklich. Na komm. Oh Gott, ey. Die Animation gefällt mir irgendwie. Geschafft. Er hat den Piraten ordentlich heimgeleuchtet und sie ziehen sich in den Wald zurück. Dank seiner flinken Beine konnten 28 Musketenschüsse abgegeben werden. Der hat 84 Erfahrung. Gut, so viel war es auch wieder nicht. So geht das nicht weiter. Wenn wir nur an die Küsten der Onsüte auf die Hispaniola führt. Ich weiß doch einen. Dieser Silver ist ein Hundsfort. Er wollte uns nur von der Nordwand ablenken. Puh, diese ständige Anlegen und Ziehen hat mich ganz schön in Schützen gebracht. Ja, wenn ich das mal nach draußen könnte. Wäre das... Oh Gott. Nein, jetzt ist er tot. Hier ist nichts mehr zu machen. Das war der gemeinste Querschläger, den ich je gesehen habe. Oh je. Also, soll ich mich jetzt auf eigene Faust ausschleichen und eine Rettung für uns suchen? Ja, ich versuche es. Ich weiß nämlich ungefähr, wohin ich muss. Nämlich zum Boot. Nee, nicht zum Strand, ich will zum Boot. Bens Boot. Und damit können wir dann hoffentlich ein Hai. Na geil. Du lässt dich heute euch nichts aus der Ruhe bringen. Stille. Boot. Das hat also dieser Ben gebaut. Es sieht so aus, als hätte er mittendrin geglaubt, er fertigt ein Sieb. Ich sollte einsteigen. Möchtest du zu Hispaniola fahren, die Insel umschippern, schnell wieder an Land? Erstmal die Insel umschippern. Vielleicht bringt das ja was. Da vorne liegt der Piratenstrand. Nicht zu vorbei. Dum, 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 dum. Rompen! Der ganze Strand ist voller Rompen. Ein entschlossener Mann kann hier mit einem guten Knüppel ein Vermögen machen. Oh Gott, das ist halt nicht geil. Oh, hallo, das sehe ich mir einmal genauer an. Okay, Bonus-Level. Ah, die sehen gefährlicher aus, als sie sind. Wie komme ich da jetzt? Bonus-Level schon, ach jetzt. Bisschen Erfahrung. Ach da, bisschen Erfahrung. Und 10 Erfahrung. Und da unten links ist noch ein Buch. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum.
So, wie komme ich jetzt nochmal? Und was ist das da?